So, noch 1, 2, 3, 4, 5. 5 solche Ideallinien. Dings. Mehrere Kurven in Folge. Anfänger 1 lernen sie, wie man die Variante Ascari-Kurve in Monza meistert. In dieser Herausforderung werden sie lernen, aufeinanderfolgenden Kurven zu meistern. Nutzen sie die gesamte Streckenbreite und wählen sie eine gedachte Linie zwischen den Scheitelpunkten der Kurven. Im richtigen Moment anschneiden, ne? Das ist damit gemeint. Zu fest attackiert. Okay. Weiß jetzt nicht, ob das gut war oder schlecht, aber von der Zeit her. Schaffen wir es zumindest 10. Die erste Kurve. Früher angreifen. Ja, was soll das? Habe ich das hingekriegt? Wie war das möglich? Wie war das vorher möglich? Ich habe ja so spät gebremst. Jetzt bremse ich besser und bin immer noch schlechter. Wie geht das? Xerox-Logik. Bremst da einfach zu spät. Also. Aber jetzt bin ich wütend. So wütend, dass es... für nichts reicht. Komm schon, das sollte machbar sein. Ja, Limit rausholen. Sogar Gold. Geht doch. Sauber. Sauber für Team Sauber, Alpha. Ja, ganz knapp. Ah, 7. Mehrere Kurven in Folge. Anfänger 2 findet auf dem Circo de Barcelona Catalunya statt. Diese Herausforderung beinhaltet eine Kurvenfolge, genau wie bei A6. Nutzen Sie das Gaspedal, um Ihr Auto zu kontrollieren. Okay. Viel Schwung schon verloren. Ja, das sollte mehr drin sein. Da habe ich viel abgegeben beim Abbremsen. Mal schauen, wenn ich hier bremse. Ja. Schwierig einzulenken mit dem. Sehr schwierig. Da verliert er Schwung und ist raus. Ah. Jetzt weiß man aber, warum Profi-Rennfahrer das eigentlich noch anstrengend ist. Du musst ja wirklich um deinen Gegner zu überholen in der Kurve, musst du ja ordentlich was
riskieren und genau noch wissen, wann du doch genug viel Karma hast, um die Kurve perfekt zu meistern. Na, fast am Gold dran. Ja, ist klar. Fahren auf Staubpisten. Fahren auf Staubpisten, Anfänger, erleben Sie den Unterschied zwischen Asphalt und Staub. Es wird schmutzig. Diese Herausforderung beinhaltet einen großen Tundra auf einer kniffligen Staubpiste. Die Kunst liegt auf der Staubpiste darin, früh einzulenken. Sie müssen das Lenkrad geschickt einsetzen, um die Ausrichtung des Autos zu kontrollieren. Offroad. Ich bin nicht so der Offroader. Sieht zwar immer wieder geil aus, aber das ist nichts für mich. So wie die Kurven hier. Der Boy ist lost. Der Boy ist richtig lost. Wie kann ich... Dann fährst du so ein Truckfisch. Hast keine Ahnung, wie sich so ein Asphalt hier verhält. Driftest einfach nur ein bisschen. Versuchst dann die Kurve zu kriegen. Und bist direkt lost. Komisch. Absolut komisch. Bin ich nicht Fan. Haarnadelkurven. Das ist so eher mein Gebiet. Haarnadelkurven, geben Sie nicht zu früh Gas. In dieser Herausforderung nähern sich Haarnadelkurven zum meisten anhand einer berühmten in Suzuka. Die Grundlagen sind hier wichtig. Als jemals zuvor bremsen Sie richtig, bevor Sie in die Kurve fahren. Und beschleunigen Sie gleichmäßig, sobald das Ende in Sicht ist. Keine Sorge, Sie haben das bald im Griff. Oh, Suzuka, ja, die Strecke ist geil. Aber in der Kurve da vorne, da habe ich so viele Jahre verkackt. Jetzt immer noch, oder? Es geht. Man lernt dazu über die Jahre. Aber irgendwo verliert man immer Schwung. Falls ich diese Challenges mal alle auf Gold machen soll, schreibt es mir unten in die Kommentare dann. Ach du Scheiße, was mache ich? Ich habe keinen einzigen Schwung mehr mitgenommen. Wie gesagt, falls ich die alle Challenges auf Gold machen soll, schreibt es mir unten in die Kommentare dann. Mache ich so eine kleine Challenge-Serie daraus. Eine Wagenbreite. So. Probieren wir es nochmal. Ich habe das Gefühl, irgendwo habe ich Potenzial liegen lassen. Ich nehme mal in der Kurve da. Ja, ey, was mache ich? Wie so ein alter großer. So ein alter Rentner hier durch die Kurve im Penner-Tempo, ey. Meine Fresse. Es geht besser. Oh Gott. Ich muss früher trauen, bis zu beschleunigen.
Das ist ja wirklich nur Lost, was ich hier abliefere. Also Silber haben wir auf sicher. Ja, nee, Junge, Mann. Was soll der Kack? Wie habe ich das vorher geschafft? Manchmal darf man, glaube ich, einfach nicht das Hirn zu sehr denken lassen. Ja, komm, ey. Okay, jetzt aber. Ja, nee. Wie habe ich das vorher geschafft? Wie? Ja, nee, Junge, Mann, was ist das für ein Scheiß, ey? Jetzt werde ich langsam wütend, ey. Wie so ein alter Großvater, ey. Und diese Kurve da. Ja. Machen wir das langsamer. Aber jetzt weiß ich, wo ich es liegen gelassen habe. Und zwar nämlich hier. Komm schon. Nee. Was soll der Rotz? Wo? Wie habe ich das geschafft? Also hier außen. Ja, nee, Junge, Mann. Lass sein, ey. Was für ein Scheiß, Mann. Penner der Scheißkurve, ey. Gute Arbeit, Sie können ja. Machen wir die Abschlussprüfung, komm. Nervt mich. So eine Haarnadelkurve. Nervt. Unnormal. Ja, die Strecke wird nicht besser. Ja, das sieht man schon kommen, wie ich hier gebremst habe. So, komm jetzt. Bisschen mehr. Ja. Da liegt mehr drin. Was? Wo habe ich jetzt Zeit liegen lassen?
Besser. Immerhin haben wir jetzt die A-Lizenz. Nationale A-Lizenz erhalten. Na, gut. Scirocco Air. Baujahr 10. Okay. Herzlichen Glückwunsch zurück zu meiner Nationalen A-Lizenz. Ich bin Igor Fraga, ein Gran Turismo-Fahrer aus Brasilien, aber ich bin aus Kinderjahren aufgewachsen. Meine Aufgabe ist es, sie durch die internationale B-Lizenz zu begleiten. Sobald sie allerdings von den Prüfungen gemeistert haben, erhalten sie ihre neue Lizenz. Gemeinsam werden wir das schaffen. Das sind irgendwie alles so ein bisschen mehr Ideallinien. Dann hoffe ich jetzt mal, dass wir den neuen Weltcup machen können. Vorwärts und rückwärts.